Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Und zwar ein oder andere sieht es wahrscheinlich schon, hat es schon erkannt. Wir sind hier auf der wunderschönen Karte Erlengrad vom Landwirtschaftssimulator Alpin DLC. Ja, wir werden hier ein bisschen arbeiten und ich bin nicht allein, sondern wie immer mit meinem Kollegen, dem guten Philipp hier. Einen wunderschönen. Ja, wir zwei bewirtschaften hier dieses wunderschöne Höfchen in den Schweizer Bergen ist normalerweise, oder auf jeden Fall in den Bergen, ja. So wurde gesagt. Ihr seht, wir haben 400.000 oben auf dem Konto, wir haben ein paar Traktoren haben uns gekauft. Oder ein paar Traktoren, zwei Traktoren und zwei wunderschöne andere Gerätschaften. Das sind meine Stückchen. Ja, wir besitzen momentan nur den Hof. Und mit den 400.000 müssen wir uns halt Felder, Wiesen und Gerätschaften, die wo wir halt noch brauchen, Düngerstreuer, Pflug etc., müssen wir uns für den 400.000 gucken, damit man da preistechnisch klarkommt. Und die Felder bzw. Wiese sind ja auch nicht alle so billig. Also wie die Wiese hier neben unserem Hof kostet schon mal 125k. Und das ist auch schon mal gar nicht so wenig. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich mal beginnen mit als erstes Felderkauf, würde ich sagen, weil Felder sind das Wichtigste. Das andere Zeug ja. Kann man uns auch alles mieten, wenn es sein muss. Wie wär's mit Hüfts? Ach, da ist Baumwolle drauf. Hast du Bock auf Baumwolle? Nee. Baumwolle ist drauf, ist das schon. Das Ganze ist im Wachstum. Wir könnten es unterpflügen, aber wollen wir halt das? Wieder Feld 2. Da ist auch noch eine kleine Wiese bei. Was ist auf Feld 2 drauf? Der ist halt Gerschen. Auch relativ auf dem Berg oben. Ja, und es ist auch schon fast Gerschen reif. Wir können Feld 2 gerne. Wie viel kostet das gute Teil? Oh ja, 238.000. Ja. Wir müssen halt dann mal noch gucken hier. War denn noch alles so in unserer Preisklasse? Also ich würde Feld 2 kaufen, weil das sind Schnapper. Ja, ich würde sagen Feld 2 und Feld 18. Dann sind wir aber 18? Preistechnisch bei. Ah ne, das geht sich nicht aus. Ich würde bloß Feld 2 kaufen, weil das ist schon arg groß für unsere Größe momentan. Ja, momentan reicht glaube ich auch ein Feld. Dann kauf mal wunderschöne Feld mal. Kaufen. Hallo? Ich kann sie kaufen. Wo muss ich jetzt kaufen? Ich kann es nicht kaufen. Ah, jetzt hat. Oh. Okay, somit haben wir eine weitere Errungenschaft, Feld 2. Und jetzt heißt's, wir müssen gucken, also Mähwerk. Da ist Gerschen drauf. Was genau das Wichtige, was wir jetzt als erstes brauchen, ist ein Mähwerk. Da haben wir uns auch schon mal ein bisschen im Voraus uns ein schönes rausgesucht. Und zwar wollen wir gleich auf Schmetterling gehen. Novadisc. Und zwar das Novadisc A12 mit 8,1 Meter, 90 PS und Frontmähwerk wollen wir welches haben? Das Pöttinger oder das Sepp Knusel? Sepp Knusel, weil, obwohl, warte mal, ich würde es nur für Alpin nehmen, weil der ist genauso teuer und breiter. Braucht bloß 5 PS mehr. Ja, dann nehmen wir das Nova Alpin. Dann kaufe ich das Nova Alpin und du das Nova Disc. Nova 812. Bei 61. Sorry, Leute, wartet. Ich hab's kaputt gemacht. Nee, er läuft. Bin nur rausgetappt. Du Scheiße. Hä? So. Hä? Ich hab's doch gerade. Wieso geht das denn nicht? So, passt. Dann kaufen wir uns das mal eine Kette, ne? Der kauft steht noch im Hand. Es kann vielleicht sein, dass ich zwei gekauft habe, ne? Also. Sorry, aber. Das war keine Absicht, ne? Ich stehe zweiter. Echt jetzt? Och nö. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Bei mir ist einfach, ich habe einmal drauf gedrückt, dann kam zweimal. Der Kauf steht am Händler bereit. Ja gut, das hat anscheinend sind hier ganz so gut vertragen. Ja Leute, ihr seht, wir haben hier auch Horns Vehicle, also vorwärts rückwärts Schaltung mit drauf, aber die funktioniert irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob das bei anderen von euch auch so ist. Also Allrad und so weiter funktioniert wunderbar, aber halt eben die Vorwärtsrückwärtsschaltung nicht. Ich weiß nicht, der Flipsy hat jetzt zum Beispiel die Gangschaltung und so weiter sieht er, aber es funktioniert einfach nicht so, wie es soll. Ich habe das Symbol gar nicht, also ich weiß nicht. Gibt es davon ein Update? Wenn ja, wie wisst das, klärt uns dann bitte gerne mal auf.
So, warte mal. Also Mehrwerk ist schon mal auf jeden Fall relativ wichtig. Da willst du, glaube ich, schon gleich losgehen. Ja, ich bin gerade schon dabei zum Holen. Ist der da wirklich zwei? Ja. Sollen wir das Geld jetzt wieder gut schreiben, dann, dass wir verloren haben. Ich würde jetzt einfach mal, dass ich es verkaufe und was halt dann noch fehlt, schreiben und dann halt einfach später. Ja, genau, das meinte ich. Würde ich sagen. Ja, machen wir so. So, warte mal. Ich werde jetzt gleich nochmal was kaufen, was wir sowieso brauchen werden. Und zwar Schwader, kommen wir nicht drum rum. Ja, auf jeden Fall ein Zweikreisel, weil der andere, muss man wirklich sagen, ist zu klein. Aber wir müssen, ja, geldtechnisch geht es, glaube ich, aus. Standard, ja, können wir lassen. Kaufen, jo. So, dann sind wir in der Mehrabteilung schon relativ gut ausgestattet. Kauft das gute Stück dann mal, ne? 10.000 kriegen wir noch. Ladewagen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir geben uns nochmal 1.000, dann passt das schon. Ja. Was brauchen wir noch auf jeden Fall wichtig? Ist ein. Der schaut irgendwie ein bisschen üppig aus. Ups. So. Also. Ja, es geht. Sagen wir mal, es geht, ne? Schön hin und her verschieben. Ja. Hauptsache, das hin und her verschieben, das geht. So, warte mal, was wollte ich jetzt machen? Sämaschine. Brauchen wir auf jeden Fall auch eine. Da gibt es ja auch ein paar wunderschöne Teile hier. Warte mal, wie schaut denn? 3 Meter, 130. Wieso braucht die mehr? Die mehr Arbeit. Boah, geil. Ja. Schaut schon fett aus, ausgeklappt. Das muss ich mal wirklich sagen. Normalerweise würden wir ja die Pönninger kaufen, die vom beim DLC dabei ist, aber die braucht mehr Flo, PS. Ja. Sollen wir den Einladewagen für den für meinen kaufen oder gleich so einen Anhängeladewagen? Das ist ja relativ. Mal Ladewagen. Also wenn wir dann nehmen, dann würde ich den Euroboss nehmen. Den Euroboss. Ja, aber die Frage ist, brauchen wir einen zum Kaufen oder wollen wir uns den ja schon mal mieten? Ja, aber bei geldtechnisch dürfte sich eigentlich ausgehen. Also wir müssen halt echt sparen, ne? Mit ja, also was wenn jetzt wichtig wird, ist, ich kaufe... Wenn, da wird wahrscheinlich der ganz kleine von der Alpin-Hit, der reicht vollkommen. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Sämaschine kaufen. Nicht von Pöttinger, sondern von Ferneland, weil... Haben wir einen Wender schon? Ne, Wender haben wir noch nicht, nur einen Schwader. Dann hole ich mal gleich meinen Wender, den kleinen, den 4,4 Meter. So, ich schnapp mir jetzt erstmal den Schwader. Der Wender kann ich eigentlich vorne dran kugeln. Ja, okay. Der ist ja nicht breit, der geht noch. Das ist noch im Maße, ne? Sollen wir im Rudel heimfahren oder? Kann man gerne machen. Warte. Ich hab Verlicht. Ich hab Tagverlicht. So. Irgendwie wieder umstellen, hier wieder zwei Pedale zu drücken. Oh Gott. Ach gut. Ja, Rundumleuchten müssen wir anmachen bei so einem Gespann. Es kann losgehen. Ist der vorne nochmal in Mitte stellen. Oh, die Hupe. Nicht schlecht. Okay, ab links. Okay, von links. Hey. Ding, der beschleunigt krass. Ja. Geht schon gut ab. Auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Also, da anscheinend echt. Cool. Oh, so gute Leistung. Gute Kurve. Also. Ja, dann muss ich schon sagen, das Update ist schon krass. Überhaupt, man sieht ja die Gebäude an sich. Es ist zwar nicht 3D innen drin. Vor allem, weil man dann halt hier auch noch so ultra viel FPS hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein Verhältnis. Ja, 54, 56. Ja, so, ich auch. In der Ortschaft. Wenn wir dann mal rauskommen, kann es mal ein bisschen anlaufen. Ich sehe dich im Rückspiegel nicht mehr. Ich bin doch. Ich sehe allgemein nichts im Rückspiegel. Ja, dann gehen wir dann auch mal auf 60 oder 80 hoch. Oh Gott. Ich vergesse dir gerne zeigt, dass der gute Teil 50 läuft. Heieiei. Oder? Ich nehme aber dann. Ich stelle den gleich bereit zum Mähen. Ja, ich pack das. Oh Gott. Oh Gott. Ah, gut. Ich pack den Wender erstmal hier vorne hin, weil den brauchen wir dann eh demnächst. Die Frage ist, wollen wir Gras machen oder wollen wir gleich Heu machen? Gleich auf Heu gehen. Okay, gut.
heißt, dann packe ich beide hier vorne hin. Weil da muss man dann sowieso oder so demnächst machen. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, den Kollegen. Packen wir uns mal den Uli-Truck. So. Eieiei, da eine Bodenwelle drin. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Frontlader. Den werde ich uns auch gleich mal kurz kaufen. Was brauchen wir denn noch? Seemaschine haben wir. Mit Gruppe wahrscheinlich, oder? Ja, Seemaschine haben wir. Habe ich gekauft für uns. Ist die Frage, reicht der FZ30 aus oder der FZ60? Aber ich glaube, der ist zu. Ja. Von was? Was brauchst du? Frontlader. Der 30er reicht. So hoch müssen wir nicht. Kaufen wir den Teil hier? Der 30, also der 60er ist ja eigentlich bloß für noch höhere Gebäude und alles. Ja, mit Ballenspieß, mit dem können wir genügend machen. Zack. Und Schaufel. So, da sind wir wieder. Dann heißt. Pause. Jo, dann heißt sie jetzt an die Seemaschine abholen. Die, Ich glaube, die hole ich doch gerade schon. Oh Gott. Also stimmt, aber steht doch noch irgendwas im Händler, oder nicht? Ja, Frontlader und Schaufel. Stimmt, genau, deswegen wollte ich hinfahren, weil ich habe. Ich glaube, ich bin der Einzige mit Frontlader am Bau. Warum bin denn ich eigentlich gefahren? Wir brauchen ja auch noch einen Düngerstreuer und so weiter, also wir sind ja auch nicht unbedingt. Ich kann eigentlich gleich da bleiben, Fahrzeugen. Weil dann kann ich nämlich gleich die Schaufel oder Ding mitnehmen. Oder Ballengabel. Stimmt, ich kann die hinten drauf packen. Die Schaufel schaut nicht so gesund aus. Was hast du mit der Schaufel an? Die wurde drauf, da wurde drauf geteert. Also, ehrlich. Da sollte man mal ein bisschen nichts zu will, mal sagen, ne? So, komm mal rein. Doch. So hab ich. Ja, ich hab's auf meiner Seite. Konsole. Wunderbar. Warte, ich muss an der Stelle fahren. So, packt jetzt erst den Ballenspieß drauf. Entweder ganz vorne oder ganz hinten. Schaffe würde wahrscheinlich hin und her flitschen. Ich hab bloß ganz vorne, ganz hinten. Hier steht die Spanngurte. Ja. Ich hab grad die Schaufel irgendwie gedreht. Ist ganz optimal. Nein, fahr noch ein bisschen zurück und mach's ganz hinten dran. Okay. Hier? Ja, noch weiter rüber. Ganz einlenken. Ganz einlenken nach hinten und dann noch ein bisschen fahren. Noch ein bisschen. So. Ich hab's jetzt mal abgefuckt, ich weiß nicht, ob das gut. Ey, ich mach die Wände hoch, das wird schon. Dann hält es flutscht. Schade, ne? Jetzt hält vielleicht die Seemaschine noch. Ja, das wäre von Vorteil, ne? Ja, der FZ30 reicht auf jeden Fall. Der FZ60 wäre viel zu groß. So, warte. Wir brauchen, das, was wir noch ganz dringend brauchen, ist ein Flug. Brauchen wir auch noch. Da muss der. Ich komme nicht um die Kurve rum. Muss der tun. Wir haben nicht so viel PS. Ganz einfach. Wir können. Also, wir haben nicht so viel Geld und Zeugen. So. Jetzt wird's mit geldtechnisch mau. Ne, den können wir uns auf gar keinen Fall mehr leisten, beziehungsweise werden wir auch nicht kaufen. Bist du nicht umgefallen, oder? Nein. Okay. Oder hat vorne auch noch weh. Oh. Seemaschine ist schwerer als ich dachte. Oh. Ja, gut. Der Zug kommt jetzt auch noch. Eieiei. Ich bin draußen. Das ist natürlich nicht so gut. So, also unser Geld ist mau. Ja. Oh, warte, wir brauchen noch was ganz dringend mit Hänger. Das haben wir ja komplett verabsäumt. Wir müssen mal kurz hier parken. Wir also, brauchen. Wir Hänger brauchen dringend noch ein Gewicht, ne? Also, ja, das wird nicht können besser. Wir uns noch so gerade so leisten. Hänger. Ich flutsch hier vorne weg, ne? Das ist schlimm. Hauptfarbe. Das ist die Hauptfarbe Standard, weil dann. Das kostet nur mehr. Ja, schön grün. Designfarbe. Also ich habe nichts verloren. Oh. Ja, das geht. Wir nehmen. Ich stell mal die Seemaschine rein da, gell? In unseren Vordach. Ja, die müssen sein. 9000 kostet der Hänger, okay. Ja, wir kaufen jetzt erstmal einen, der reicht. War den Gewicht wollte ich noch haben.
Gewicht, 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 Gewicht. Warte, darf ich kaufen? Ja, kauf du. So, wir düsen jetzt erstmal zum Hof und bringen da unsere neu erworbenen Gerätschaften, die wo hinten dran hängen. Da erstmal. Ne, Tonne rein, die. So. Steht das noch ein bisschen niedrig für meines Erachtens? Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ich würde einfach mal sagen, in der Schweiz, glaube ich, sind wir. Ja, wir sind in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob da zwar normal ist, natürlich Schilder so niedrig sind, aber gut. Wenn einer von euch Schweizer ist, kann ich das gerne mal sagen. Also, es sind nicht alle Schilder, aber die zum Beispiel jetzt da gerade an der. Kreisverkehr waren ein bisschen niedrig. Du musst dich vielleicht ein bisschen kratzen, aber das geht schon. Ich fahr da mal mit, ne? Ja, mach das. Ich kann eigentlich gleich mit dem Wendt dahinter herkommen. Moin. Wo fahren wir denn hin zum Main? Ich würde mal sagen, zuerst die rechts unten und dann die obere. Ich würde die zwei oben. Wieso fahre ich eigentlich hier hinter? Nur vorne reinpacken, weil hier hinten haben wir aber keinen passenden Platz. Für das Teil. Ich fahre zu zwei hoch, ne? Dann mähe ich da mal ab. Warte, das muss ich kurz ausprobieren. Ist das eine Doppelbelegung? Was? Hä? Wieso hat das da... Ich fahr zur Zweifelstudie, fragst. Ja, wieso? Oh! Uiuiui. Okay, ja gut. Ich habe eigentlich nur Lumleuchter ausgedrückt, aber anscheinend, ja gut. So, ja. Flo hat eine Doppelbelebung. Ja, vielleicht muss ich da mal nochmal nach. Egal. So, dann können wir mal außen rum, ne? Hm? So, zwei muss man außen rum. Ich weiß nicht, aber ich würde mal vermuten. Nee, ja. Es würde auch hinten über den Hofenweg rausgehen. Okay. Och nö. Oh, Mann. Wie jetzt ernsthaft. Toll. Oh, Bremse. Bei uns im Haus, kurz oh, das. Okay, passt. So, dann haben wir noch die Gabel. Und dann heißt erstmal den Bürger schnappen und wenden. Beziehungsweise den Wender und dann geht's auch ans Wenden. Oh, ich freue mich schon. Uiuiui. Oh. Hoppala, hoppala, hoppala. Nein, das war. Ich bin dann zum Hof wieder. Oh nein. Die Gabel, beziehungsweise die Ballgabel ist minimal verrutscht. Ich weiß nicht, ob ich die. Ah ja, okay, ich kann es abkuppeln. Oh. Es sah zwar nicht so ganz. Ach ja, nicht mein Unitron kaputt, ich sag's dir. Nee, ich hab ihn nicht berührt. Er steht nur genau da, wie er war. Ich band dich vor, nach draußen ist eine kleine Sprungschanze. Nach draußen? Mhm. Vom Hof runter, mein ich. Vom Hof runter, ja. Also okay. Da kappt es auf einen Schlag ab. Also, es wird angenehm. So. Ja, gut. So, das heißt, ich kann mal irgendwelche stehen lassen, das passt. Schnappen unsere Bürger, steht schon hier. Aber ich mag den einfach. Oh, der Sound. Herrlich steht. Herrlich, aus dem 15er. Oh. Meinst du, so, das packt der Ivy oder Abby oder wie der heißt? Oh, ich glaub schon. Ansonsten muss ich schon meinen Lindner nehmen, der hat 136 PS. Nee. Ich bin noch nicht am Wind drauf. Oh, oh nein. Ich war selber nicht. Ja. Hat bei dir auch seine Griffe. Ja, ich hab's jetzt ausgeschaltet. Heilige Kacke. Ja, das war jetzt ein bisschen zu oft, meines Erachtens. So, warte mal, wo hast du denn angefangen? Bei Feld 2. Du, ich sag mal nur eins, ne? Edward. Ach so. Schräg. Heilige Kacke. Ich muss die kleine Karte offen lassen. Ich hab keinen Plan, wo ich jetzt hinfahre. Ne? So, also die Grundwege reichen. Oh. Ich hab, ich weiß nicht wieso, es ist ein Bergtraktor, aber ich habe keinen Überrollbügel dran, ne? Nur mal so gesagt. Ich habe auch keine, ne? Ja, aber du hast also, eine Kabine. Ich habe eine Kabine, aber mein Schwerpunkt ist ja noch von unten. Ja, und ich habe nicht mal einen Überrollbügel und ich habe einen Bergtraktor. Eieiei. Nochmal. Muss ich halt aufpassen. Steht hier eigentlich alles? Uiuiuiui. Kann ich ganz so lesen. Bin ich noch richtig schön? Also ich wollte bloß mal gesagt haben, ne? Mhm. Bergab rollt der Traktor. Okay, gut. Das ist ja angenehm. Er läuft auf 35, das ist gar nicht schlecht. Jetzt muss ich hier hoch, normalerweise. Ja. Ich geb für 0 Gas. Heilige Kacke. Also, bei den Geräuschen kann ich mich nur schon mal drauf freuen, ja. Ich glaube, er macht die Wiese auf 2 mal.
Also, bloß den oberen Teil. Oder soll ich unten mitnehmen? Ich wart mal, ne? Also. Ach, hier kommt man. Ah. Egal. Müssen wir das auch nicht lange hier hochfahren. Gut. Ich warte hier mal an der Straße, ne? Also. Unser Feld ist eigentlich gar nicht. Unsere Feld plus die Wiese ist eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Hof. Geht eigentlich. Ja, gar, also gar nicht so weit. Alles genau, ein bisschen Berghof hier. Oh, schön. Ich sehe dich da rumdüsen. Jo. Sehe ich dich auch. Da hinten. Oh, das ist. Ja. Bisschen meine schräg, ne? Ja. Bisschen. Du, ich. Also. Ich fahr mal, ich geh mal auf die Seite, dass du rein kannst. Aber nur so eine theoretische Frage. Sollen wir da mitmähen oder nicht? Ja, hier gucken wir mal an. Ja, komm mal rein hier. Also ich bin hier reingefahren, hier wo ich stehe, hier. Ja, ich glaube, das ist auch der beste Punkt, weil man kann total wieder. Oder hier, hier geht's ja auch gut. Hier ist auch schön. Aber ich würde dir raten, hier reinzufahren. Schauen wir mal hier runter. Oh herrlich, Stefan. Bremst du, gell? Ich sag's dir, du rollst einfach weiter. Ich habe halt. Okay, bleib auch so stehen. Stell mal ab, mach mal kurz die Parksperre rein. Ich kann nicht gleich mehr, ja. Ja. Schwierige Situation, ne? Also, wir haben Allrad, ne? Also hoch runter geht, aber sei nicht. Ich würde mal sagen, fahr erstmal hier an der Grenze lang und dann gucken wir uns den unteren Teil an. Ich fahr runter. Ich trau mich. Okay, gut. Eine Kacke. Wir machen voll. Ich muss kurz Thumbnail machen. Oh, da steht gerade so knuffig da. Warte mal, ich fahr hoch, ich fahr hier hoch, ich fahr hier hoch. Ich komm da nicht hoch, ne? Oh Mann. Schieb! Schieb! Sie! Wunderbar. Sieb! Du. Das ist nicht original. Okay, gut, die Aufnahme geht weiter in 3, 2, 1, Start. Er ist jetzt runtergefahren. Ja, gut hoch! Also er kommt. Ich mähe dich zusammen, ne? Also ich weiß ja nicht, ne? Aber. Also die Leistung. Ich glaube, wir mähen erstmal den oberen Teil, würde ich sagen. Also wenn es hier schon mangelt, mangelt es eher an der Leistung. Ja. Warte mal, ich kann. Aber weißt du, was anderes brauche ich halt auch nicht nehmen, weil der Rest ist halt relativ hoch angelegt. Ja. Ah, ja, hier muss ich echt gut bremsen, du. Ich mach mal Hundegang rein. Soll ich ich park mal hier mal. Weil ich muss ein bisschen warten, bis der Stückchen gemäht hat. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal unser Feld hier an, das müsste nehmen. Ja, ist es die 9. Die 2. Oh shit. Leute, guckt euch da drauf. Der gute, was ist nochmal? Gerschen. Die gute Gerschen hier. Oh, herrlich, du. Gedüngt 0%. Kann man die jetzt nochmal düngen? Ich glaub's nicht. Ich würde es auf jeden Fall. Welche Wachstumsstufe ist es? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub die letzte. Soweit ich weiß. Dann glaub ich ja. Ah, die Frage ist, soll ich da durchfahren? Warte mal, haben wir einen Traktor mit Pflegebereifung? Das ist die andere Seite. Der Bührer müsste gehen. Warte mal, ich muss das ja so nachgucken. Anders geht es gar nicht. Kleiner. Also, ich schaffe mit 10 km/h, aber auch mit Mühe und Not, also. Breitreif? Nee. Das suche ich jetzt nicht gerade. Nee, das suche ich auch nicht. Also, ich habe die. Ich habe den Hundegang drin. Es geht voran. Wie schnell kann man mit denen im Mehlwerk fahren? Keine Ahnung, warte. Also es sieht danach aus, als ob wir keinen Traktor mit Pflegebereifung hätten. Der hat nicht. Was? Das einzige, was wir machen, ich könnte uns den Traktor mieten mit Pflegebereifung, aber wollen wir es halt. Okay. Das der Bührer hat keine? Nee, der hat nur Breitreifen und Standard. Hat keine Pflegebereifung. Wir haben keinen Traktor mit Pflegebereifung. Deswegen. Ja, komm, warte mal, 3000 und plus der Düngerstreuer, da tut's der vom Ferneland, nochmal 1000, sind wir bei 4000, bisschen Saatgut, bisschen Dünger, ja, das geht. Komm, das mach ich jetzt. Aber dann würde ich aber den kleinen Wald drin nehmen. Ich habe jetzt tatsächlich den Argon gefunden. Nee, der kostet mehr in der Miete als wie der echt? Kleine. Ja. Warte mal, Wald drauf. Ganz vorne, neben dem Fiat. Ja.
Nee, die sind gleich teuer. Und von denen geht keine Pflegebereifung. Oder? Nee, was? Warte doch. Doch, geht. 3, 3, 9. Der ist aber, der ist sogar noch teurer als wieder Glas. Ich nehme echt? Glas, ja. Oha, als ob. Pflegebereifung, ja, der passt so wie er ist. Mehr brauchen wir nicht, mehr Leistung. Nimm mal die 100er Variante noch. Ja, ich nehme die 100er. Ja, der dürfte packen. Oder warte, wie viel braucht der Düngerstreuer? Das steht nicht dran, aber wegen Bergaufziehen. Dünger, naja. Ja, okay. Oder gleich die 120. Der braucht eigentlich nur Zapfenkraft. Das dürfte hinkriegen. Da reicht, der 100 oder 110 noch. Ja, locker. Ein Panoramadach brauchen wir nicht. Nee, ich werde einfach Pflegebereifung draufballern und dann passt die Sache. Mieden, ja. Oh, leck. Dann schnapp ich mir mal den Dieser. Ach, unser Hänger steht auch noch hier. Ganz so nebenbei. Da war was, ne? Ja gut, warte noch, wie schwer ist, glaube ich, im Frontgewicht. Das könnte schon so ein bisschen... Kriege ich... Ah, steht da noch ein. Da steht eins dran. Ja, ich hab's gerade gesehen. Der Quellenland Düngerstreuer hat's gerade ein bisschen überdeckt, das Ganze. Hast du den so. Düngerstreuer gekauft? Nee, der wird 24.000 kosten. Können wir uns nicht leisten. Da wäre mal komplett pleite. Ich muss jetzt uns hier noch einen Dünger kaufen. Dünger, da haben wir Dünger. Hey, warum hast du dann überhaupt den von Fernerland gekauft, wenn der Kuhn billiger wäre? Ich habe den gemietet. Gemietet halt. Hätte der billiger gewesen? Ja. Kaum. Ein paar 100 Euro oder sowas. Ja, aber trotzdem, er wäre billiger gewesen. Ja gut. Zurzeit ist jeder Honi wertvoll bei uns. Ja. Das ist, Du, also, ich habe jetzt kein Problem mit dem AEBI, ne? Bergauf, so lala, bergab geht da ab, du. Ich glaube, das Ding fand eben das Ziel. Kann gut sein. Soll ich dich jetzt erstmal... 22. Du. Ja. Hm? Das Ding fährt nicht nur 10. Ich könnte 22 fahren. Egal. So, aber wie wir dann mit unserem wunderschönen neu erworbenen Glasarion hier unser Feld Nummer 2 düngen, seht ihr dann in der nächsten Folge, die bald kommen wird. Wie gesagt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen, wenn natürlich sehr nett, und ansonsten sehen wir uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad, und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.